15. Dezember. Der dritte Adventssonntag. Es wäre nett, wenn du deiner Familie eine Weihnachtsgeschichte vorliest. Adventszeit ist gleich Backzeit, sagte meine Oma immer, wenn es köstlich nach Vanille, Schoko und Haselnuss duftet. Einfach herrlich. Also, die Schürze umgebunden und zaubere dir traumhafte Plätzchen. Doch am schönsten ist, wenn du damit anderen deine Freunde bereitest. 17. Dezember. Wenn du Ideen für eine schöne, aber auch lustige Weihnachtszeit brauchst, hätte ich einen ganz besonderen Tipp für dich. Du kannst mit deiner ganzen Familie wichteln. Man freut sich über die kleinen Geschenke des Wichtels. 18. Dezember. Zeit für ein Elfchen. Advent. Spannender Advent. Schöner, spannender Advent. Leuchtender, schöner, spannender Advent. Weihnachten. 19. Dezember. Hast du schon den Christkindmarkt in der Innsbrucker Altstadt besucht? Dann wäre heute der perfekte Tag dafür, einen heißen Punsch unter dem goldenen Dachl zu genießen. 20. Dezember. Wenn du noch keine Geschenke hast, kauf welche. Sonst kannst du dich zurücklehnen und die Weihnachtsstimmung genießen. 21. Dezember. Die Spannung steigt. Wir freuen uns aufs Fest. Genieße den Samstag zusammen mit deinem Lieben. Mach einen Winterspaziergang im Wald oder Park. Und danach einen köstlichen Wintertrunk daheim. 22. Dezember. Du hast sicher schon alles zu Hause, was mit Weihnachten irgendwie in Verbindung kommt. Sei es Weihnachtsdeko oder ein Weihnachtsbaum. Den größten Tipp, was ich dir dann noch geben kann, ist, sei fröhlich, denn bald ist der Tag, wo alle Kinderaugen leuchten. 23. Dezember. Nur noch einen Tag bis zum großen Fest. Heute könnt ihr den Christbaum aufstellen. Wer darf aber ganz oben den Weihnachtsstern aufstecken? 24. Dezember. Nun ist das lange Warten vorbei. Heute kommt endlich das Christkind herbei. Das 24. Türchen wird geöffnet. Und nun ist es vorbei mit der Schleckerei. Um die Zeit zu verkürzen, kann man Geschenke machen, die Krippe bewachen, die hungrigen Vögel füttern und mit ihnen fröhlich zwitschern. Am Abend auf den spannenden Moment warten, bis das Glöcklein erklingt. Gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht singen und noch schöne Stunden mit der Familie verbringen. Frohe Weihnachten!